Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Goat Simulator zusammen mit Mr. Ziege. Ja, Leute, wir werden heute wieder ein paar Streiche spielen. Dazu gehen wir zur Streichauswahl. Leg dich mit der Polizei an, haben wir beendet. Genauso wie die Schokoladenfabrik. Burger flippen. Wenn du Geld brauchst, geh Burger flippen. Ja, okay. Ich gehe zu McDonald's, Alter. Mach einen Burger aus echten Müll und füttere jemanden damit. Das klingt ein bisschen krank. Aber ist okay. So, ab in die Stadt. Vielen Dank übrigens für eure ganzen Tipps, weil wir können ja hier auch so umschalten. Zum Beispiel zu dem Jungen hier. Ich bin keine Expertin, aber so hört sich kein Delfin an. Auf jeden Fall kann der wohl, der hat so eine Special Ability, mit der er irgendwie die Wände hochfahren kann. Da! Als ob! Junge, das hätte unser Leben sowas von erleichtert. Aber nun gut, wir gehen jetzt erstmal zum Burger-Restaurant. Vorsicht! Bam! Au! Mann, dass du wegkommst! Ah! No! Au! Alter, der hat eine Ziege überfahren, der Miese. Entschuldigung, Ma'am. Ah! Ups. Ja, hier ist es doch. Kauis. Teste unseren neuen Kinderburger. Ist der aus Kindern? So, hallo. Mache einen Burger aus echtem Müll. Diese Jungs brauchen einen Ghetto-Blaster. Ja, schön für die. Wie werden denn eure Burger zubereitet? Hallo? Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss tatsächlich zu dem switchen. Ups. Das war ich nicht. So, warte mal. Dann gehen wir zu ihm hier. Boah, Alter, er kann richtig Gas geben. Guten Tag, Herr Polizist. Entschuldigung. Ups. Ja, was? Das war ich nicht. Das auch nicht. Warum läufst du weg? Ja, deswegen. Mann, wie siehst du es? So, weil da oben sehen wir ja, wir brauchen Müll. Was denn jetzt passiert? Ich bin aus meinem Rollstuhl gefallen. So, die Frage ist, wo finden wir denn Müll? Ah, guck mal hier. Oh, ja, warte, den müssen wir anschlägern. Lieber nochmal lecken. Ja, da. So, genau. Wir lecken die Mülltüte und damit fahren wir jetzt... Ja, sehr nice. So. Und das schmeiße ich jetzt hier rein. Warte. Ich muss es hier reinwerfen. Nein! Mann, das ist gar nicht so einfach mit meiner Zunge. Mann! Hallo, Ziege. Ja. Ja. Oh! Und Slam Dunk! Ja, der Müllburger. Aua. Ja, warte. Das mache ich jetzt. Wieder mit der Ziege. Hallo. Da, Zugung. So, davon ist der Burger. Den leck ich? Ja, ich habe hier einen Burger für Sie. Ja. Er hat meinen... Ja, wer will noch einen ekelhaften Burger? Oh Gott, was war das denn? Ich habe doch... Es tut mir leid. Tut's mir gar nicht. Bam! Nehmt das. Oh Gott, Alter, der Polizist. Alter, was soll das denn? Da. Okay, ich muss weg. Meine Zunge ist noch drin. Okay, ich lass los. Alter. Sie ist am Dancen. Guten Tag, Herr Polizist. Entschuldigung. Oh, jetzt tanzt sie nicht mehr. Was denn? Hör doch auf! Bleib liegen. Hör auf! Da muss ich dich wegschlecken. Nee, was ist denn jetzt? Leute! Das war ich nicht. Sag mal, hör doch auf jetzt. Was machst du mit mir? Lass mich. Hallo, stopp. Bitte. Herr Polizist, jetzt... Oh, Alter, was, sag mal. Au. Okay, was war das gerade? Als ob. Hier ist ein gigantisches Pupskissen. moin, Diggi. Na, komm mal hier runter. Hui. Kann ich damit irgendwas machen? Ich bin jetzt hier auf so einem Dach und hier ist ein Pupskissen. Ja, ich glaube, ich muss hier runter, weil ich muss zu meiner Streichermaschine. Whee! Aua. So, da vorne ist die Maschine. Freeze. Moment, das war ich jetzt aber nicht. So. Streiche-Map. Okay, die Polizei ist jetzt auch scheinbar hinter mir her.
explodierender Kuchen. Wir haben erfahren, dass die Leute Spaß haben. Das geht nicht. Wir müssen ihnen die Party verderben. Suche die Party, die Torte und sprenge sie in die Luft. Das ist eine gute Sache. Ja, guck mal, da hat jemand Geburtstag. Und das geht nicht. Die dürfen doch nicht Geburtstag haben. Dieses Spaß ist verboten. Jetzt habe ich aber wieder eine große Frage. Ich habe hier immer keine richtige Karte. Ah, warte, das machen wir mit dem Vogel. Wir lokalisieren... Ja, aua. Wir lokalisieren die Geburtstagsparty. Mit dem Vogel. Das hier sieht doch so aus. Nee. Irgendwo, wo Menschen leben. Das ist ja mehr hier so ein bisschen der Industriedistrikt. Wir müssen halt zum Wohnviertel. Ja, hier ist das Wohnviertel. Ja, ja, hier werden die auf jeden Fall Geburtstag feiern. Okay, dann gehen wir mal zurück. Nein, nicht zum Kamel, sondern zu dir, ja. Aua. Ach, stimmt, ich fahre mit dem Auto dahin. Ja, warte, ich fahre mit dem Polizeiauto. Au. Nee, was? Ey, hör doch auf, immer Freeze zu sagen. So, warte, ich fahr. Nee. So geil, Alter. Ja, toll, ich habe das Auto kaputt gemacht. Tut mir leid. Ich fahr hier, der ist besser. Ja. Ein Pickup. So, Vorsicht. Was ist denn mit euch da drin los? Oh, war ich nicht. Wie dieser Kopf, der so dumm rumhängt. Oh, Alter. Was ging denn bei euch ab? Ist hier? Nee. Da ist die Geburtstagsparty. Hallo, guten Tag. Ich glaube, dieser Kuchen braucht Dynamit. Oh ja. Ich mache das mit... Oh, mit ihm hier. Ja. Wo ist das TNT? Es wurde mir ja gerade angezeigt. Irgendwo auf einem Dach. Aber wo war das? Es war ja irgendwie so eine Art Flachdach. Spiel, das weg. Ah, hier ist es. Landung. Au. Perfekt. So, schleck ab. Damit... wir das der Ziege auf der Straße geben können. Alter, das ist richtig Teamwork, was wir hier machen. Whoop. Hallo, vielen Dank. So, hallo, hat jemand hier was mit TNT bestellt? Wo muss ich denn das ablegen? Hast du den Kuchen? Ja, warte. Oh, als ob. Ah, hier, das muss ich jetzt, jetzt kann ich sie aktivieren. Ja, perfekt. Whoop. Jetzt kannst du mit Dynamit werfen? Oh Gott, sieht das hier. Es tut mir leid. Das war... Oh, ey, was... Ey, geh da mal bitte von meinem Schwänzchen weg. Hallo? Das ist nicht nett. Oh, was ist denn hier? Moin. Fährt man hier mit dem... Ich glaube, da fährt man mit dem Auto rüber. Ich brauche ein Auto. Das war doch eine Sprungschanze. Entschuldigung, bleiben Sie stehen. Ich brauche Ihr Auto. Ja. Yeah. Sehr geil. So, dann müssen wir irgendwie da so rüberkommen. Hier rüber. Schafft. Jawohl. Und jetzt. Ja, jetzt. Nein, 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 nein. Gas geben. Okay, Gas geben ist hier scheinbar relativ. Denn so richtig Geschwindigkeit. Doch, doch. Ist gut. Ist gut. Und jawohl, Geronimo! Au. Ich dachte, ich krieg irgendwas dafür, dass ich den Sprung hier schaffe. Dann versenke ich das Auto hier im Wasser. Gehen wir zurück zum Flamingo. Warte mal, kann ich Menschen entführen? Oh, sorry. Ja, warte, ich will deine Freundin nur abschlecken. Drücke R zur Gedankenkontrolle? Warum steckt der Mensch in dem Po von dem Vogel? Oder verstehe ich da gerade was falsch? Warum? Warum ist das so? Junge, was ist denn... Hä? Oh ne, jetzt, oh, jetzt habe ich sie abgeworfen. Geht's Ihnen gut, Ma'am? Tut mir leid wegen der Gedankenkontrolle. Oh, okay. Nein, nicht weinen. Ja, ich weiß, war bestimmt ein bisschen dunkel. Naja, was will man machen? So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Goat Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall einen kleinen Like da. Vor allen Dingen auch, wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen. Leute, hier sind jetzt noch weitere Videos. Schaut super gerne vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, wie gesagt. Und ja, haut rein. Ciao, ciao.